schaut so, du bist fertig, oder? Und einen schönen Flug. Danke. An dem Tag ist uns, so glaube ich, ein recht feiner Flug gelungen. Dabei habe ich immer wieder mitgefilmt und werde bei dem Film meine Überlegungen kommentieren, die ich bei so einem Streckenflug mache. Gestartet sind wir so gegen 10, halb 11 und es ist, wie man jetzt noch gleich circa ziemlich zart weggegangen. Der Wetterbericht hat an dem Tag wenig Wind prognostiziert. Erst gegen 3-4 Uhr Nachmittag hätte der Westwind auffrischen sollen. War aber nicht so dramatisch. Vorgenommen haben wir uns das Mühltal-Dreieck, ein Flug, den ich immer schon mal machen wollte, aber der es irgendwie nie so richtig ausgegangen ist. Wie man sieht, haben wir uns für den oberen Startplatz entschieden. Aus dem Grund, weil man früher starten kann und auch weit nicht so viel los ist wie beim unteren Startplatz. Wir waren die Ersten, die überhaupt aufgebaut haben. Haben aber sicher eine halbe Stunde gebraucht, bis das mein Startplatz einmal gescheit überhöht gehabt haben. Bei meinen Flugvorbereitungen zu Hause am XC-Planer habe ich gesehen, wo man da fliegt, das Dreieck, nachher sind es ungefähr so 110 Kilometer. Das ist eine Streckenlänge, da wo man nicht den Oberstress hat. Und deshalb war unsere Devise, hochfliegen, nicht absaufen und eher sicher unterwegs sein. Mit sicher meine ich jetzt langsam fliegen und nichts riskieren, dass mir irgendwo unten steht. Chris und ich dran da gerade gemütlich auf. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, die Steigwerte waren eher moderat. Somit haben wir Zeit gehabt, dass wir ein bisschen beobachten, was sich da so unten bei den Startplätzen so tut. Da weil wir dann so Draht haben, haben wir dann so nach und nach überall die Schirme aufliegen gesehen. War irgendwie witzig zu anschauen, weil sie über den ganzen Berg auf verteilt waren. Ich war schon lange nicht mehr auf der Embergalm, obwohl das ein richtig gutes Gebiet ist. Wir hätten ja gleich eine Stunde 15 zum Fahren, aber über die Jahre bin ich ziemlich fahrfaul geworden. Aber im heurigen Jahr ist bei uns auf der alten Nordseite immer sehr, sehr viel Wind gewesen. Bei mir ist jedenfalls noch keine gescheite Strecke ausgegangen und deshalb haben wir gesagt, jetzt packen wir mal um und fahren wir mal da rum. Schlussendlich sind wir da nachher noch mal auf 2300 angekommen. Dann sind wir weitergeflogen Richtung Knoten. Der ist 2,214 hoch. Das ist der kleine Hügel da rechts unter mir. Der Chris kommt auch schon daher, der links im Bittl ist er. Beziehungsweise war er. Zu dem Zeitpunkt traf der Simon immer noch im Bereich Startplatz und um. Er hat an dem Tag ein bisschen gebraucht, bis das weggekommen ist. Wir haben dann bis 2,4 ungefähr aufgearbeitet und dann ist es weitergegangen Richtung Muckerspitz. Und da drüben sind wir da bei den Almen angekommen und die Steigwerte waren da eher überschaubar, sage ich einmal.
auf dem Weg zum Damerkopf ist da so ein Grat dazwischen und da ist das erste Mal so richtig gut aufgegangen. Da habe ich 2,7, 2,8 ungefähr und sehe gerade vor mir, was den Chris richtig gut aufzieht. In dem Bereich fliege ich aber ziemlich hoch, weil ich da schon einiges gehört habe, was ich da so runter kann. Ich selber habe bis jetzt keine sicheren negative Erfahrungen gemacht, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich mir hochfliege da. Da links vor mir ist Lienz und in Reichweite schon der erste Wendepunkt. Genau dazwischen die zwei Almen vor mir habe ich eben meinen ersten Wendepunkt gesehen. Bis daher habe ich es erkannt, ob dann ist noch ein Neiland für mich angegangen. Das Tal rechts von mir ist Mülltal und da jetzt sieht man einen hohen Leitenkopf. Ja, der ist auch 2,6 hoch. Ein Blick links rein Richtung Heiligenblut und im Hintergrund sieht man einen Glockner. Der Schenke bis nach Malnitz war am einfachsten zum Fliegen. Die Basis war bereits auf 3000 Turm und die ganze Bergkette hat so richtig gut gezogen. Ich habe nur gerade ausfliegen brauchen und schauen müssen, dass es mich irgendwann einmal einsaugt. So bin ich unter der Wolkenbasis im Delfinflug gezogen. Was für mich ganz interessant war, ich habe mir vor 3 Wochen ein neues Vario gekauft und das hat das Fahrnetz da installiert. Jetzt ist vor mir ein anderer Gleitschirmpilot mit dem gleichen System geflogen. Somit habe ich gesehen, der Pilot vor mir, ungefähr 4-5 Kilometer war er vor mir, hat nie irgendwo einen Bereich, da wo es ihn gescheit runtergeschwappt. Somit habe ich auch keine Sorgen machen brauchen, dass ich da irgendwo absaufen werde. Und habe ein bisschen Gas gegeben, als ich weiterkomme. In dem Fall war das System jetzt nicht ausschlaggebend, ob man absauft oder oben bleibt. Aber es ist da schon Potenzial dahinter. Da links das Tal ist Innerfragant, von wo es auf den Mühltaler Gletscher aufgeht. Die Pyramiden vor mir ist es Böseck, immerhin schon 2834 Meter hoch. Und da ich noch nie in der Gegend war, habe ich nicht gewusst, dass da ein richtig großer Stausee ist. Es ist der Oschenecksee. Staumauer ist schon beeindruckend, finde ich. Jetzt habe ich da Heichen von ungefähr 2,8 und bin auf Gipfelniveau. Da kann man schon sagen, ja, das ist ein gescheiter Berg. Die riesige Flanken ist voll in der Sonne gestanden. Und auf die kommenden Steigwerte war ich noch schon gespannt. Wenn ich einen Berg überhaupt nicht kenne, mache ich mir schon beim Hinfliegen Gedanken darüber, wo es wahrscheinlich am besten aufgehen wird. Den Punkt steuert er als erster an, habe aber zugleich schon einen Plan B im Kopf, falls ich mich täusche. Das heißt, ich habe schon eine Richtung, wo ich weiter fliege und suche. Wenn es irgendwie geht, fliege ich dann in die Richtung, wo ich noch weiter fliegen will.
Links unten ist Malnitz. Im Hintergrund der hohe weiße Berg ist Ankugl. Und da im Bildmitte kommt die Hochalm-Spitzführer. Beide Berge sind über 3000 hoch. Da war ich jetzt bald den falschen Berg angeflogen. Die Zagutnik-Spitz, die war zu weit östlich gewesen. Hab's aber dann schon überrissen und bin dann richtig weitergeflogen. Zur Maresenspitz, die auch immerhin 2916 Meter hoch ist. Das war dann mein zweiter Wendepunkt. Von der Maresenspitz kann man über den Grat Richtung Hochalmspitz gehen. Da kommt man zuerst am Detmoldersteig und dann weiter über den Detmoldergrat auf den Gipfel. Das ist einmal ein Hike-and-Fly-Projekt von mir. In naher Zukunft habe ich das geplant. Deshalb habe ich mir die Gegend da ein bisschen genauer angeschaut. Da links ist der Dösensee in der Höhe von 2270 Meter und vor mir die Zagutnik-Spitze. Da unterhalb ist das Gröneck, das ist 2691 Meter hoch. Schon langsam werden die Berge wieder ein bisschen niederer. Dass ich gemütlich auftrat, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, wie die kommende Talquerung am besten angewehrt. Ich habe dann beschlossen, dass ich noch zwei Berge weiterfliege, da dann bis zur Basis auftrat und die nachfolgende Gleitstrecken so kurz als möglich halten werde. Somit bin ich dann zur Kammwandfähre geflogen. Das ist oberhalb von der Gemeinde Reiseck. Ob da bis zur Basis auftrat, die zu dem Zeitpunkt ungefähr auf 3100 gewesen ist, und bin dann die Talquerung Richtung Traudal angegangen. Der langen Gleitstrecken habe ich mir Zeit gefunden, dass ich mal ein bisschen was esse, mal was trinke und einfach den gemütlichen Gleitflug da genieße. Unter mir habe ich zwei weitere Flugkollegen gesehen, die offensichtlich die Gegend gut kennt haben, da sie deutlich früher die Talquerung angegangen sind und ich bei mir gedacht habe, okay, wenn ich das tue, dann muss ich schon genau wissen, wo ich dann weiter einen Thermikanschluss finde. Für mich war das natürlich beruhigend, hier die ganze Geschichte da ein bisschen von oben beobachtet. Das hat auch nicht lange gedauert, dann haben sie was gefunden und haben zu mir aufgetragen.
unter mir schon der Eingang zum Traudal und nochmal einen Blick zurück zu dem Gebirgsstock, den man beim Wildtaldreieck umrundet. Der Berg im Hintergrund mit den Skipisten ist das Gurdeck, den ich mir als dritten Wendepunkt ausgesucht habe. Gemeinsames Auftreten mit den zwei Flugkollegen, die auch das gleiche Dreieck geflogen sind. Während ich zum Gurdeck geflogen bin, sind die zwei über den Weißen See drüber geflogen und haben da hinten einen Wendepunkt gesetzt. Keine schlechte Varianten, weil du relativ einfach das Dreieck um einige Kilometer größer machst. Was sich auch sehr bewährt hat, ist der Umstand, dass man bei der Planung des Fluges am XC-Planer die Thermikpunkte ausgesucht habe und ins Vario eingespeichert habe. Gerade wenn du in der Gegend noch nie geflogen bist, ist das ein Riesenvorteil. Und bei dem Flug hat jeder Punkt ganz genau passt. Kurz vor dem Gurdeck meinen letzten Wendepunkt. Zu dem Zeitpunkt war es klar, dass ich meine geplante Aufgabe schaffen werde. Das ist immer wieder ein klasse Gefühl und beim nachfolgenden Endanflug ins Ziel macht es ja gewiss stimmungshoch bemerkbar und ich genieße das Gefühl jetzt mal wieder total. Es ist schon ein schöner Sport, den wir da ausüben dürfen.
Knopf. Aber geil geflogen. Ja. Weiter hier. Ja. Ist der Simon hingekommen? Ist der noch gar nicht da? Hast du mein Auto geholt? Ja, sicher. Perfekt. Ja. Ich habe es gesehen, habe ich mir gedacht, der Simon, der Hund ist, der wird sicher, der probiert es auch, gell? Probiert sicher. Ja, ja. Ja. Er ist am Anfang einfach nicht weitergekommen. Nein, ja, ich will nur warten. Ich muss schauen, dass ich weitergekommen bin. Ja. Machen wir sehr gerne. Ja. Ja, perfekt. Ein paar Mal hat es schon gemacht. Sicher gemacht haben, ja. Ja, es ist gut gegangen heute. Ja. Ja. Ja, heute ist. Ja, 7 Meter gehabt haben, hinten immer. Ja. Ja. Jetzt an mehreren Arbeit habe ich von den Goldig rumgekommen. Schon, oder? Aha. Das ist eine Tour, oder? Ja, dass ich da wieder rumkomme. Da habe ich gedacht, jetzt lasse ich mir Zeit. Ja. Dass da. So, der Simon hat es auch geschafft, sein erstes 100er. Ich glaube, den Tag ist voll. Ich habe gerade meinen Schirm zusammengelegt, ein bisschen geschatzt, jetzt ist er schon da. Geil. Da ist er. Braucht nur noch eine gescheite Landung, weil ich mir sicher bin, dass das auch passt. Perfekt, ist seit einem Tag. Ich glaube, den Schirm mal gekauft. Du hast ihn geschafft, deinen ersten 100er. Nochmal. Hast du ihn geschafft, deinen ersten 100er? Ich glaube nicht. Nicht? Nein. Hast du irgendwo angekürzt? Ich war ein bisschen fleißig. Aber trotzdem geil, ha? Voll geil, ne? Aha. Ich war am Schluss jetzt noch von dem Weißen sehr. Ja. Den Hang noch ein bisschen zu. Ah. Geil. Ja, ich hab gemacht. Ja, wie geplant, ja. Gut, oder?